Restluft, hammermäßige Grüße von WeHawk LP. Wir sind zurück bei Let's Play Harveys neue Augen. Ja, Frank poltert hier noch so ein bisschen in der Kirche. Wir haben aber zumindest mal Garrett hier geekelt, sagen wir es mal so. Und jetzt hoffen wir mal, dass es das weiterbringt. Ansonsten schauen wir uns noch ein bisschen um. Fällt mir ein, vielleicht sollten wir der Oberin petzen, dass diese Rowdies uns beim letzten Mal hier unser Essen, diese Essensbestellung weggenommen haben. Die Oberin wird nämlich bestimmt nicht besonders erfreut sein. Aber auf der anderen Seite, vielleicht wirkt sich das auch eher schlecht auf die arme Lilly aus. Naja, wir probieren es einfach mal. Schlafsaal, Treppenhaus, Klosterflur. Wir gehen zu Treppabhaus. Ja, so machen wir das. Gucken mal. Und was haben wir denn hier noch? Meine Güte, hier kann man ja richtig viel erkunden wieder. Fröhliche Masken haben wir hier. Die Maske war fest an der Wand verschraubt. Aber hieß das auch, dass man sie nicht mitnehmen durfte? Nein. Das heißt nur, dass du das richtige Werkzeug finden musst. Irgendetwas, das klein genug ist, um die Schrauben zu lösen. Na, so ein Glück! Lilly war erleichtert. Für Edna wäre das kein Problem hier. Aber das war trotzdem gerade etwas gruselig. Naja. Was? Die Maske war fest an der Wand verschraubt. Aber hieß das auch, dass man sie nicht mitnehmen durfte? Nein. Das heißt nur irgendwas. Okay. Ich hatte jetzt eigentlich gehofft, dass vielleicht die wütende Maske ein bisschen wütender reagiert. Aber naja, gut. Vielleicht reagiert die traurige Maske ein bisschen anders. Die Maske aber hier. Nein. Gut, okay, schade auch nicht. Das wäre jetzt was gewesen. Nein, das bedeutet nur, dass du das richtige Werkzeug finden musst. Das hätte ich jetzt cool gefunden, aber gut. So ist auch ganz schön. Na gut, was haben wir denn hier? Yeah! Nadel- und Fadenmusik. Auch nicht schlecht. Büro der Oberen. Da sind wir richtig. Sind wir doch mal richtig gelaufen. Ich bin ja richtig stolz auf mich. Wenn ich an meinen Orientierungssinn aus Edna Bricht ausdenke. Zu meinem Glück ist die Olle natürlich nicht da, aber ist vielleicht doch gar nicht mal so schlecht. Was haben wir denn hier? Da steckte eine Notiz auf dem Quittungsspieß. Sehr geehrte, durchgestrichen, Frau Simmelbach, ich muss mich doch sehr wundern, auf welche Weise Sie meiner Aufforderung nachgekommen sind, mir ein Tier für das Klassenzimmer meiner Schüler zu schicken. Ich hatte an ein richtiges Tier gedacht. An eines, das wichtige Werte vermittelt. Wie ein Puma oder eine Boa Constrictor. Mit dem Meerschweinchen, das Sie mir geschickt haben, kann ich hingegen gar nichts anfangen. Ich habe es in Alkohol gelegt, um es für den Sezierkurs im Biologieunterricht aufzubewahren. Ach, schicken Sie mir umgehend ein richtiges Tier, oder Sie werden mich kennenlernen. Verachtungsvoll, Oberin Ignaz. Verachtungsvoll, sehr gut. Oh mein Gott. Als ob das hier nicht als Tier schon reichen würde. Wobei, bin mir nicht sicher, was es ist. Super Mario! Nein, das habe ich nicht gesagt. Nein, niemals. Na gut, dann gehen wir halt wieder hier raus, wenn die Oberin nicht mehr da ist. Dann sollten wir vielleicht mal zusehen, dass wir Garrett nochmal finden. Das könnte eine Idee sein. Oh, Kronleuchter befestigt. Oh, geil! Ich will Kronleuchter abschrauben. Mit bloßen Händen konnte Lilly die Schraube nicht lösen. Sie brauchte ein anderes Werkzeug. Haben wir noch was? Naja, mit den Murmeln wird's wohl kaum klappen. Na gut, dann machen wir das ein andermal. Ich will auch gar nicht wissen, wen dieser Kronleuchter trifft. Wir haben schon kennengelernt, das Spiel ist sehr makaber. Ich will nicht wissen, wer daran glauben muss. Was ist denn das? Hier steckt... Ballon! Ballon? Na sowas. Ein Ballon. Ballon! Yeah!
Es war hoffnungslos. Ednas Ballon hing außer Reichweite. Ballon! 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 Na gut. Oh Gott, nein, mit euch rede ich nicht mehr. Shibuya Power. Vielleicht sollten wir Edna von den neuesten Entwicklungen erzählen. Und? Kommst du voran? So, erzählen wir ihr davon. Cool. Du hast also an deiner Nummer als Tierstimmenimitator gefeilt. Aber davon kannst du mir später noch erzählen. Erst einmal müssen wir diesen Garrett loswerden. Ich bin mir sicher, dass er für die Oberin spioniert. Och Mann, warum lässt du mich nicht ausreden? Bevor du was sagst, mir ist da noch was eingefallen. Ich glaube, dass Garrett ein Geheimversteck in der Kapelle hat. So eine Art Abhöreinrichtung im Beichtstuhl. Damit dürfte endgültig bewiesen sein, dass er ein Spion der Oberin ist. Die Frage ist nur, ob wir dieses Wissen irgendwie gegen ihn verwenden können. Aha. Lily hatte tatsächlich eine Idee. Sie würde Garrett in seinem Geheimraum einsperren. Sie konnte es kaum abwarten, ihrer besten Freundin davon zu berichten. Warte, ich weiß. Wie wär's, wenn wir Garrett in seinen Abhörraum einsperren? Du tust einfach so, als würdest du beichten wollen und wenn er dann sein Versteck betritt, zack, unsere Falle schnappt zu. Ach, sei doch nicht traurig, Lily. Nächstes Mal hast du bestimmt auch eine gute Idee. Aber jetzt ran ans Werk. Es war mein Plan, also musst du dich jetzt um die Umsetzung kümmern. Ja, ich darf die Drecksarbeit machen. Unfassbar. So, zur Strafe schocken wir dich mit einer Information über Dr. Marcel. Nicht so laut. Dr. Marcel hat seine Ohren überall. Wenn du genau hinhörst, kannst du sogar den Wind in seinen Ohrhaaren hören. Mit dem Typ ist nicht zu spaßen. Du kennst die Gerüchte, ja? Also nimm dich vor ihm in Acht. Er ist böse. Böse. Er ist böse. Das erinnert mich an das Gehirn im Glas, das dasselbe über den Doktor gesagt hat. Sehr schön. Lärm? Moment. Was ist das? Hörst du auch diese Geräusche? Du, ich glaube, da bohrt jemand in der Kapelle. Mach Sachen. Das ist bestimmt wieder Frank, der nach Hinweisen auf eine Kirchenverschwörung sucht. Verdammt, das könnte unseren ganzen Plan ruinieren. Wenn Garrett dich nicht belauschen kann, können wir ihn auch nicht einsperren. Du musst dir etwas überlegen, um Frank zu vertreiben. Hast du zufällig die Bauanleitung für meine Zeitmaschine gefunden? Die war eh nicht ausgereift. Wie groß ist die Mikrowelle der Schulkantine? Vergiss es, das reicht niemals. Und meine anderen Ideen sind alle etwas komplizierter. Dafür fehlt uns die Zeit. Das Einfachste wäre wohl, ihm einfach bei seiner Suche zu helfen. Wenn Frank gefunden hat, was er sucht, wird er ja wohl hoffentlich mit dem Bohren aufhören. Ja, okay. Na dann. Sollen wir Frank etwas geben? Das Einzige, was wir haben, sind diese Murmeln. Das könnten wir mal probieren. Oh Gott. Nein, bloß weg hier. Keine Shibuya-Power mehr. Ballon! Entschuldigung, das musste kurz sein. Ballon! So. Zur Kapelle! Zur Kapelle ab! Auf geht's, Lilly! Speedo, Lilly, bist du nicht gerade? Naja. Oh Gott, der Typ. Vielleicht können wir ihn die Murmel irgendwie verkaufen als Templar-Schatz oder irgendwie sowas. Wir können es einfach mal probieren. Was soll ich denn damit? Wenn du mir unbedingt helfen willst, dann entschlüssele die Symbole auf den Bodenplatten. Ich glaube, ich bohre an der falschen Stelle. Kennst du nicht jemanden, der sich mit Geschichte auskennt? Ach, verdammt. Man hat es ja mal probieren können. Jetzt hab bloß, ich muss ein Steinplattenrätsel lösen. Oh Gott, das wird schlimm. Ich kenne mich ja. Wieso kann ich das hier eigentlich nicht nehmen? Wieso darf ich ihm seine Jacke nicht klauen? Verdammt! Was? Wie soll ich bei diesem Lärm meiner Arbeit nachgehen? Hey, Frank! Frank! Ach, was soll's. Dieser Frank, der hört einfach nicht auf. Und hat sich Lilly gerade doch in den Beichtstuhl geworbt? Ist sie vielleicht doch Speedo Lilly? Oh mein Gott.
Das war gerade cool. Ich stand hier, das muss ich jetzt nochmal zeigen. Also, ich stand hier. So, jetzt klicke ich hier drauf. Ich hätte doch schwören können, dass sie sich da eben reingeworbt hat, oder? Verdammt, wieso... Dann halt nicht. Vielleicht... Oder hat mein Gehirn einfach nur ausgesetzt, kurz. Kann sein. Was haben wir denn hier? Halterung? Ich würde ja jetzt gerne sagen, dass Lilly einen Plan hatte, dass sie darüber nachdachte, Garrett in den Beichtstuhl zu locken und dann einen Riegel davor zu klemmen. Aber Lilly dachte gerade an Ponys. Ja, und das verstehe ich auch. Ponys sind viel niedlicher als Garrett. Das Kreuz. Ich kann mir damit irgendwas anstellen. Das Kreuz wackelte lustig hin und her, als würde es tanzen. Lilly überlegte kurz, ob sie Frank darauf aufmerksam machen sollte. Aber er war gerade damit beschäftigt, irgendeine Verankerung zu zerbohren. Ah, na dann. Frank war voll und ganz mit den Bodenplatten beschäftigt. Was? Hä? Was? Es tut mir leid, aber ich kann dich nicht verstehen. Du hast doch aufgehört. Du musst schon ein bisschen lauter reden. Meine Ohren sind noch ganz taub vom Bohren. Verstehe. Also, es geht um Folgendes. Nein. Bodenplatten, so. Du zerstörst die heilige Illumineszenz. Oh, leck mich. Dass sie ein Geheimnis hat. Ich erkenne. Und wo tempt, wenn ich doch nur... Aber diese... Niemand ist... Sonst hätte... Falls es sich um... Es gibt sie... Lilly war... Unfassbar. Egal, was du sagst. Ich weiß ein besseres Thema. Tempelritter. Sie streiften die Welt vor Unzeiten. Mehr nicht. Wow. Sie waren überhaupt erst diejenigen... die Zeiten zu Unzeiten machten. Und den ganzen Tag taten sie kaum etwas anderes, als Kirchenverschwörungen zu planen. Manchmal bereits zum Frühstück zwischen Nutella und Kaffeehaag. Ja, natürlich. Die beiden Hauptsponsoren für dieses Spiel, oder? Nein. Oh Gott. Wenn ich abnehme, so, es gibt... Nein, nicht nochmal. Sonst, falls es sich... Es gibt sie... Lilly war bei... Okay. Ich krieg den Typen nicht davon weg, irgendwie. Dann gucken wir mal. Was haben wir denn noch? Hotspots aktivieren! Bleib bitte von den Platten weg, ja? Du behinderst mich bei meinen Nachforschungen. Lass mich raten, nach Kirchenverschwörungen. Unfassbar. Der gute alte Beichtstuhl. Lilly kam sehr oft hierher, seit die Selbstgeißelung nicht mehr half. Okay. Na dann. Was haben wir hier noch? Eine Abhörkammer. Das war der endgültige Beweis, dass Garrett für die Oberin spionierte. Wahnsinn. Sollen wir da mal reingehen? Ich will da rein. Mann, ich will da... Ich hab mir gerade ein Brett genommen. Ich benutze mal das Brett. Was soll ich denn damit, wenn... Dann halt nicht. Schade. Ja, jetzt haben wir zumindest schon mal ein... Instrument, mit dem wir Garrett einsperren können. Das. Wobei, auf der anderen Seite. Naja. Ich weiß nicht. Wir gehen nochmal kurz wieder hier raus. Ich glaube, hier kommen wir erstmal noch nicht weiter. Wir müssen diesen Frank wieder loswerden. Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich ihn noch nicht bohren lassen. Aber auf der anderen Seite, vielleicht war das erforderlich, um das hier überhaupt aufzulösen. Wir gehen erstmal in die Kantine. Ach du Scheiße, die Oberin. Sollen wir mit ihr reden? Oder sollen wir gleich ein bisschen rabiater werden? Für die Oberin zählten nur Resultate. Warum sollte Lilly sie also mit Zwischenergebnissen belästigen? Das soll sie ja nicht. Sie soll ihr eins ver... Na egal. Was schleichst du hier rum? Fütter die Katze! Oder bist du damit etwa schon fertig? Nein. Dachte ich's mir doch.
Langsam vergeht mir die Lust, euch Kinder ständig an die richtigen Werte zu erinnern. Schau dir doch einfach die Stickerei dort an der Wand an. Dort sind alle wichtigen Tugenden abgebildet. Überlegenheit, Stärke und Selbstbeherrschung. Ich weiß selbst, dass Selbstbeherrschung fehlt. Bin ich nicht blind? Geh jetzt. Ich muss meinen Beruhigungstee trinken. Wenn du im Klassenzimmer vorbeikommst, erinnere Birgit daran, dass sie sich mit der Stickerei beeilen soll. Wenn das Selbstbeherrschungsmotiv nicht heute noch fertig wird, platzt mir wirklich der Kragen. Na dann. Das Selbstbeherrschungsmotiv. Vielleicht könnte uns das helfen. Oder die Kokosnüsse. Oder die Äpfel. Haben wir jetzt echt das alles? Yeah! Oder... Was haben wir noch? Komm, ich will noch was. Irgendwas will ich noch. Zum Beispiel... Oberen... Nein, die nicht. Wie wär's mit... hier liegt nicht zufällig irgendwo ein Captain Unbrauchbar-Comic wenigstens noch rum? Oh Mann. Dann halt nicht. Gut, wir müssen also zu... Wie hieß die noch, Birgit? Ich hab gerade echt schon wieder den Namen vergessen. Auf jeden Fall ins Klassenzimmer müssen wir. Gut, dann probieren wir das nochmal. Klosterflur im Schlafsaal, Klosterflur. Wow. Kapu. Sammlung. Jawohl, da ist das Klassenzimmer. Da gehen wir zuerst mal rein. Keine Sorge, Leute, das machen wir noch alles hier, aber zuerst mal kümmern wir uns um unsere Hauptquest. Wow. So. Das sieht interessant aus und das ist wohl Birgit. Ein Glück, ich konnte ihren Namen doch noch. Gut, ich würde mal sagen, wir verabschieden uns an dieser Stelle mal in den nächsten Part, reden dann mit Birgit und dann hoffen wir, dass wir Frank zufriedenstellen können. Bis zum nächsten Mal, euer Weehawk LP.